Derweil bei Torgosch, Sohn des Xolmasch. Dein Gebet ist beendet und kannst dich nochmal ein bisschen unzufrieden brummelnd im restlichen Tempel umsehen. Ja, ich grummel jeden an, der kein Zwerg ist. Also ausnahmslos, ganz egal, wer das ist. Ja, kein Anrosch-Tempel hier. Nicht vernünftig, ist ja auch gar nicht unterirdisch. Was macht ihr denn, wenn Drachen kommen? Ja, die Front ist doch gar nicht stabil genug. Und wenn ich dann fertig bin mit Grummeln, dann gehe ich auf, suche ich mir wieder einen Anrosch-Geweihten. Also ich habe gehört, hier unter der Stadt sind da Katakomben. Ist das wirklich wahr oder habe ich mir da einen Bären aufbinden lassen? Ach, Katakomben? Ei, Bruder. Eher Kanalisation, gefüllt mit Schlamm und Dreck, altes Wasser. Wenn nicht Warum so machen dort Zwerge wohnen wollen würden. die denn sowas? Wenn die doch guten Wohnraum unten haben, warum wohnen die denn dann hier? Weil die Menschen keine Ahnung haben, wie sie Wasser filtern oder wie sie Dreck vermeiden. Ah, ist ja schrecklich. Aber mir wurde gesagt, da unten wäre ein zauberndes Kind, zaubernder Zwerg. Ich weiß auch nicht so genau. Ein Stimmt das? paar gefallene Brüder sind dort unten. Wirklich? Schwarze Zwerge. Zumindest sagen das diejenigen, die dort unten runtersteigen. Klingt ja gar nicht gut. Gar nicht Nein. gut sowas. Aber auch keine Drachen. Die Katakomben sind tief. Nein, keine Drachen. Gut. Das ist ja schon mal viel wert. Kann ich dir irgendwie helfen oder wolltest du nur nach dem Rechten sehen? Wollte nur mal sehen, dass es euch auch gut geht hier. Weil ihr seid so weit weg von einer Höhle. Da muss man ja mal nach unseren Brüdern schauen. Ja, unsere heilige Pflicht. Berge sind weit von hier, Bruder. Ja, schrecklich, schrecklich. Schrecklich. Ich schaue mir noch mal ein bisschen die Werke der Menschen an, aber danke für deine Zeit. Tu das. Sie sind sehr einfältig. Ja, durchaus. Da würde ich mit Igna durch den Tempel laufen und auf Bergisch die ganze Zeit über die Menschen lästern. Das sieht ja gar nicht vernünftig aus. Da würde ich also auf Rogolan mit ihm reden. Ja, nein, so würden wir das niemals machen. Sinnschärfe auf Gehör. Ja. Ich glaube, du bist etwas schwerhörig, richtig? Richtig. Ein Punkt über. Ein Punkt über, ja. Merkst du gerade, wie ein Mensch ziemlich erbost mit einem Händler spricht, der wohl gerade irgendwas kaufen will, aber verstehst nicht genau, was ist er wohl ziemlich gerade am Ausrasten und beschwert sich. Im Tempel oder vorm Tempel? Ja, leicht außerhalb des Tempels. Ist wohl gerade Menschen. irgendwie von dem Gerüst runtergestiegen und wettert jetzt gerade, dass Materialien fehlen und er das dem Händler auch nicht verkaufen kann, dass er jetzt keine Zeit mehr hat. Ja, wettern kann ich ja ganz verstehen. Das ist ja meine zwergische Natur. Und ich nicke dem Mann nur einmal aufmunternd zu. Gut. Ja, sonst laufe ich jetzt nur um den Tempel herum. Ich werde ja abgeholt. Also muss ich so lange warten, bis sie Hoffst du, wiederkommen. hoffst du. Ja, Ja. derweil draußen bei Iolaus. Ja, ich packe mir Abel mir und wir rennen nach Westen. Nach Westen. Dann, Nach wohin Westen. möchtest du laufen? So leicht südwestlich der großen Straße folgen. Ja, zieh dich einfach mal hin, wo du stehen bleiben möchtest. Ja. Andere Karte, andere Karte. So hier hin. Und dann von dort aus weiter gen Westen. Also schön geradeaus weiter. So hier so hin. Und ich denke, dieser große Platz, ja, der lohnt sich doch. Hier kann man sicherlich noch mal ein magisches Ritual durchführen. Dann sprich den Zauber. Ja, das tue ich doch gerne. Ich lasse mir Zeit. Halte wieder meinen Stab schön fest in der Hand. Sprich Und den Zauber. spreche Oculus Astrale, Auge der Sphären, das Wissen und die Kraft mir zu mehren.
Ja, du bekommst wieder die gleichen Linien angezeigt, allerdings deuten sie jetzt nach Nordwesten. Ziemlich direkt nach Nordwesten. Aha, er kommt näher. Ich möchte den Zauber während dieser 5 Minuten weiter aufrechterhalten und ja, der Spur folgen. Dann gib mir noch mal eine Sinnschärfeprobe hinterher. Aber natürlich, diesmal erreicht es mir auch. Und kannst dem Weg weiter folgen, bis du nach ja, ungefähr 5 Minuten im Schloss stehst. Derweil kommen Ragnar und Ömer wieder aus dem Keller. Nach oben ein paar Schriftrollen, ein paar Steinchen, ein paar Artefakte, Amulette, Bücher, was auch immer ihr dort eingesteckt habt. Ja, dann würde man jetzt mal ganz ruhig den Tempel verlassen. Richtig. Ah, eine neue Erkenntnis. Da müssen wir hin. Okay. Rausgehen und zum Ingrim-Tempel würde ich erstmal wieder vorschlagen zu gehen. Mit einer Unschuldsmiene will man den Tempel verlassen, um Richtung Ingrim-Tempel zu laufen. Jo. Dann lauft ihr dorthin. Was tut Yala in der Zeit? Hab ich die beiden Hanswürste an mir vorbeimarschieren sehen? Nein. Aber Dann. vielleicht Iolaus. Du meinst, ich habe ihn gesehen oder er hat mich gesehen? Das müsste man Also ich bin total fokussiert gerade. Ich bin einfach vorgestürmt und habe mir hinter mir hergezogen. Ja, also er wird wohl eher sich auf das Artefakt konzentriert haben, vor allem weil er auch nicht weiß, dass du im Arenaviertel gerade bist. Müsstest du einmal eine Sinnschärfeprobe werfen, um da dann den Iolaos zu finden. Das ist auf kurze Entfernung, das ist erschwert, weil einordnen. Ja, würde ich dazu nehmen. Nachteile müssen auch ausgespielt werden. Einäugig. Ah, was Schwer gibst du ist mir? trotzdem 5? geknackt. Ich stehe da irgendwie vor, wundere mich noch über die Mannschaft. Was für Namen die haben. Totschlag, Tobrien, Eschenruder, Eber. Lass meinen Blick ein wenig schweifen und sehe dann vermutlich einen etwas weltfremden Magier da diesen unsichtbaren Wegen scheinbar folgen und dem anderen, der ihm hinterher stolziert. Können nur meine sein. Ich bringe mal das Pferd ein wenig rum und folge denen gemächlich. Aber mir, schau nur. Hier muss es sein. Definitiv. Kein Zweifel. Magister? Hört ihr mich? Was? Was? Wer spricht da? Verzeihung, ich wollte eure Konzentration nicht stören. Schau mich noch immer um mit meiner Astralsicht, sehe fast nichts Profanes. Konzentriere mich dann, unterbreche meinen Zauber. Oh, Herr Jalan, welch eine Überraschung. Ich wollte euch nicht beim Zaubern stören. Macht weiter. Ich hatte eigentlich versucht, mit Abel mir zu reden, aber der ist wohl ein bisschen weggetreten. Ach, ja, er hat den Tee heute Morgen wohl nicht so ganz verkraftet. Nun, ich bin nur erzürnt geworden. Fündig. Ja. Was habt ihr denn gefunden? Da oben ist das Artefakt und ich zeige auf den Turm des Theaters. Ein weißgetünchter Theaterbau mit einem etwas größeren Turm. Der Turm selber wohl mal vor einiger Zeit niedergebrannt, jetzt wieder neu gebaut. Und das ist gar nicht so sehr lange her. Schwarzes Material, was da so ein bisschen hervorsticht und gar nicht zu dem weißen Gebäude passt. Habt Ich kann nicht ihr hineinschauen. Steinmetz oder so etwas? Irgendwie, um irgendwas um Steine einzuschätzen oder Baukunst? Gesteinskunde. Ihr habt keine Gesteinskunde. Nein. Ich bin gerade am gucken. Ihr habt keinen Baumeister. Oh. Bauern sind die Bauern da. Ja, ist ein weißes Gebäude mit einem schwarzen Turm. Ich kann nicht hineinschauen. Irgendwas blockiert meine Sicht. Doch die Spur, der Vektor endet definitiv da drin. Zumindest von dieser Perle ausgehend. Und meint ihr, wir sollten hineingehen? Oder vielleicht erst den Bannstrahl holen. Nun, es kommt darauf an, wie sehr denkt ihr, dass es verteidigt sein wird? Nicht zu sehr, schätze ich. Wenn Galotta sich auf seine Illusionen verlässt, wird es wohl eher magisch gesichert sein.
Könnt ihr sehen, wenn da irgendwelche, ich weiß nicht, magischen Fallen oder so warten? Noch mehr von diesen Kugeln vielleicht? Nun, ich denke schon. Das ein einfacher Odem sollte nicht zu schwer sein. Gut, dann schauen wir mal, ob wir uns vielleicht dort umsehen können. Wo geht's denn hier rein? Schauen wir mich da mal um. Wo ist denn der, naja, der Haupteingang? Ja, du kannst dann die Rundbögen kannst du auch dann erkennen, wo dann die Fassade nicht mehr verkleidet ist. Das ist definitiv dann der Eingang. Große doppelflügelige Tür, mehrere Stockwerke, die dann zum eigentlichen Bühnenraum führen, die aktuell verschlossen sind. Ist auch so ein großes Schild dran geschlossen. Theaterfuchsbau. Klopfe trotzdem mal, wenn niemand antwortet, wende ich mich erst nochmal um. Du kannst auch noch erkennen, Programm, es gibt wohl heute eine Kusslicker Komödie. Es gab gestern noch ein Drama aus Winsal, das wurde allerdings abgesagt aufgrund der Ereignisse. Die Kusslicker Komödie ist heute noch nicht abgesagt. Am morgigen Tag gibt es dann eine zyklopäische Tragödie. Und am besten warten wir einfach mal, bis die Vorstellung ist und werden uns dann innen ein wenig umsehen. Wir müssen ja keine Türen antreten. Oh ja, das Theaterstück kenne ich. Außerdem können wir dann erst einmal unsere anderen Begleiter aufsammeln, nur so für den Fall. Das könnte weise sein, ja, durchaus. Sagt Herr Jala, seht ihr ledierter aus als gestern? Nein, wieso? Muss ich mir einbilden. Sehe ich ledierter aus? Ich gucke auf deine Lebenspunkte. 25. Dann geht's dir wohl gut. Vielleicht ein blaues Auge oder sowas. Ich fahre mir nochmal irgendwie durch die Haare und über die Kleidung, ob ich irgendwas hängen habe. Nun gut, dann begeben wir uns am besten zum Pentagon-Tempel, treffen die anderen und sehen uns nachher eine Komödie an. Oh, zurück zum Tempel? Nun, da kommen wir gerade her. Ah ja, der Herr Ömer und der Herr Ragnar waren dort, glaube ich. Ich war ein wenig abgelenkt. Nur so besser. Dann müssen wir nur noch auf die Zwerge warten. Oh, die Herren Angroschim, die habe ich seit gestern nicht gesehen. Ich werde dabei unseren Auftraggeber informieren. Nun gut, da lang müsste es gehen. Ja, das ist der Weg zurück. Derweil erreichen Ragnar und Ömer die beiden Zwerge, die um den Ingrim-Tempel herumtigern und nach den Wasserspeiern Ausschau halten. Angrosch zum Gruße! Oh, Ömer! Du hast mich erschreckt! Ja, deswegen rufe ich doch Angrosch zum Gruße! Ja. Da seid ihr ja wieder. Und, was rausgefunden? Leider nicht. Gott. Ich hatte solche Hoffnung in euch. Was machen wir jetzt? Also ich habe schon gebetet. Also Angrosch hat langsam Hunger. Irgendwie habe ich langsam Hunger. Essen ist nie schlecht. Wo ist denn wohl der Magister Abelmir? Hat ihn nicht gerade eben noch am Hesenil-Tempel gesehen? Ja, da sind die aber weggelaufen. Mit dem Magister Lullaus. Vielleicht sind sie jetzt zum Hotel Silana zurückgegangen. Wo wir wollten uns, wenn wir uns treffen wollten, wollten wir uns ja beim Hesenil-Tempel treffen. Dachte ich auch. Dann gehen wir doch dahin. Ja, das würde ich auch sagen. Aber nicht wieder so weit vorlaufen. Ja. Guck mal hier, die Brücke, die ist doch schön. Eine schöne Brücke. Also Zwergen hätten die schöner gebaut. Naja, kann man denn erkennen, ob die von Zwergen gebaut ist oder nicht? Ja, das sieht man doch sofort. Woran? Woran denn? Ja, die ist nicht vernünftig gebaut. Und okay. Ich würde mal mit meinem Bergbau 2 versuchen, die zu überzeugen. Obwohl, nee, es ist nicht mal Bergbau. Es wäre vermutlich nur Grummeln. Baukunst, ja, Grummeln. Vielleicht einfach nur beschweren, weil das von Menschen gebaut ist. Ja, eigentlich hast du gar keine Ahnung, aber Hauptsache beschweren. Richtig, das ist der Punkt dabei. Ja, also ich habe auch weniger an dich mehr Ahnung als du, weil ich auch Baukunst nicht aktiviert habe. Ich klicke dir einfach nur zu, der Zwerg wird schon wissen, worüber er sich da beschwert. Ist ein Haus. Genau. Ist eine Brücke. Gib mir mal alle eine Sinnschärfe Sicht. Alle oder nur die drei? Die drei.
Misslung, gelungen, Ragnar. Irma und Ragnar, ihr könnt erkennen, wie wohl eine Bettlerin gerade über die Straße humpelt. Das ist natürlich ein sehr belebter Platz. Könnt ihr euch hier erkennen. Seid gerade bei der priesterkaiserlichen Nora-Lexakrale vorbeigegangen. Rathaus, ihr hattet ja gestern eure Begegnung. Bettlerin humpelt wohl gerade mit Krückstück vorbei und lässt aus Versehen dabei eine der Perlen fallen, die unter ihrem Gewand wohl gerade rausrutscht. Eine zweite hinterher kugelt und Ja, immer sprintet los Richtung zu der Bettlerin. Ich würde gerne meinen Dolch ziehen und mir selbst in den Arm schlagen. Das kannst du gerne machen. Würfel mal Dolchschaden. Alles klar. Gehst du jetzt in den Blutrauschmodus oder was los? Meine Idee war einfach nur, dass wenn jetzt dieser komische Blitz kommt, dass ich bei Bewusstsein bleibe, wegen der Schmerzen, die ich wirklich habe. Okay. Finde ich eine gute... Bei Schaden. Gut, ja. Keine Sorge, durch mal Angriff plus 1. Genau, 2 Schaden. Immer, wenn du einfach mal auf sie zulaufen willst, auf schreist. Ja, du kannst auch sehen, dass sie. Geschrien habe ich nicht. Ich habe zu den anderen gesagt, da, die wird drin. Und dann bin ich losgerannt. Ich dachte, du hast das laut geschrien. Nö, ich hatte mich ja zu meinen Freunden umgedreht und gesagt, die soll ja nicht darauf aufmerksam werden, dass ich auf sie aufmerksam wurde. Okay, die wird es schon merken, wenn ich bei ihr bin. Schauen sie mal, ob sie. Nee, kein Gefahreninstinkt. Dann bekommt sie das nicht mit und du könntest sie umtackeln. Was macht der Zwerg? Rück was rüber! Renn doch nicht so schnell! Und ich versuche hinter Irma herzukommen, aber der ist vermutlich irgendwie doppelt so schnell wie ich. Es passiert ja, aber auch nichts, oder? Nö, es passiert gerade nichts. Sie hat die einfach irgendwie verloren. Kannst wohl erkennen, wie jetzt. Da sitzt gerade so ein anderer Bettler. Sitzt auf der Straße, hat wohl auch gerade. Sitzt hier so an der Ecke und hat jetzt gesehen und geht jetzt langsam auf diese Kugeln zu, diese zwei, die sie jetzt gerade verloren hat. Ruf ich und renne auf den zu. Beziehungsweise renne ich auf die Perlen zu. Gut, ihr könnt die Bettlerin erreichen. Was möchtet ihr immer tun? Ja, sich gegen die Frau schmeißen. Okay, gleich umtackeln. Ja. Ja, ist ein Angriff raufen oder irgendwie unbewaffnet? Bewaffnet? Ja, raufen, das ist erstmal so ein richtig dicker Schubser, den sie da bekommt. Erleichtert um 8, sie hat keine Ahnung. Und da springt sie in die Bettlerin rein. Schulter gegen ihren Rücken, mit der Schulter voran gegen ihren Rücken. Wow, die Frau wird wahrscheinlich jetzt hier durch die Gegend purzeln. Vielleicht stürzt sie sogar durch die ganzen, durch die Masse, mit der immer sich gegen sie stürzt. Ja, kannst auch Schaden auswürfeln, wobei das glaube ich nicht so viel ist, weil es vor allem auch Ausdauerschaden ist. Und du bemerkst dann, nein, du nicht, die beiden Zwerge können das dann sehen, wenn sie hinterher huscheln, dass dann noch aus ihrer Gewandung fallen 2 weitere Perlen heraus. Als dann sie zu Boden geht und Ömer oben auf ihr liegt. Ragnar sprintet auf die anderen beiden Kugeln zu. Ingnar, pass auf, dass keiner die Kugeln anfasst! Und ich würde zu Ömer weiterrennen. Ragnar, wie möchtest du mit der Kugel umgehen, den beiden Kugeln? Ich möchte mich quasi über diese beiden Kugeln stellen, die sind ja wahrscheinlich irgendwie relativ nah aneinander. Ich hab sie zuerst gesehen, der Bettler holt aus und tritt nach dir. Alles klar, ich kann sogar nicht treten. Du bekommst 3 Schadenspunkte und 6 Ausdauer. Dann... Tritt dir richtig schön in die Rippen, es knackt einmal. Aua. Ja, dann ziehe ich mein Kurzschwert. Ja, zieh dein Kurzschwert. Das ist das von Eisinger. Von Eisinger, ja. 1W6 plus 5. Nee, ich will ihn nicht hauen, ich will ihn damit bedrohen. Okay, ich poste dir einfach mal, oder ich poste euch allen schon mal die Werte von dem Schwert. Das ist das Schwert und wenn ihr damit irgendwie... Er weicht zumindest zurück und du merkst, wie er sich jetzt einen Schlagring aufzieht und... Wenn er das macht, dann steche ich ihn. Okay, aber er weicht weiter zurück und zieht sich seinen Schlagring auf und dann kommt der erste Schlag von dir. Ja. Was macht Torgosch? Möchtest du auf Irma zulaufen? Möchtest du die Person festhalten weiter oder willst du zu den Kugeln? Ich lass Ignar sich über die Kugeln stellen und renn selber zu Irma. Irma, was ist denn los? Du bist so weggesprintet. Lass mich los, aua. Immer schlägt sozusagen mit seinen Armen wild rudernd, ohne so viel Kontrolle auszuüben wie ein richtiger Kämpfer, auf die Frau immer wieder ein mit den Worten: Du Kugelschlampe, lass die Kugel los. Aua, er tut mir weh.
Ja, Sora sieht sehr verwirrt aus. Ömer, Die kleinen Fäustchen von Ömer schlagen auf das Gesicht der jungen Dame. Kugeln, warum schlitzt du auf der Frau? Die verteilt die Illusionskugeln! Lasst mich in Ruhe! Hilfe, Stadtwache! Da, da, Illusionskugeln! Und Ömer hört jetzt mal kurz auf die alte einzuprügeln, weil er sowieso halb auf der drauf sitzt, und zeigt auf die zwei Kugeln, die ganz in unserer Nähe sein müssen, weil sie die verloren hat, als Ömer sie getackelt hatte. Ja, dann stelle ich mich auch mal da auf die Kugeln, über die Kugeln drauf. Habe ich eine. Warte mal, ich habe einen Schlafsack bei mir. Ich packe meinen Schlafsack auf die Kugeln. Krieg ich das hin? Kannst du machen, ja. Ja, dann rollen sie nämlich zumindest erstmal nicht weg. Ömer, wir brauchen die Stadtwache. Halt sie feste! Die Frau, halt sie feste! Hilf ich, mir! Ich muss doch die Kugeln bewachen, Ömer! Ragnar! Du siehst, wie Ragnar gerade einen Bettler absticht. Ragnar, dafür haben wir jetzt keine Zeit! Ich würde brülle einfach mal. Okay, wenn der Zwerg sich jetzt nicht die Anstalt macht, die alte festzuhalten, du siehst, wie Ömer jetzt anfängt aufzustehen und ja. Halt sie feste, ich gehe jetzt. Ja, okay, du siehst, ja, wie der Zwerg auf die alte drauf springt. Torgosch, Ömer, würfelt beide mal eine Sinnschärfeprobe. Sicht, ich erschwere sie Ömer um 3 Punkte. Ja, Torgosch, Ömer möchte nämlich ganz gerne wegrennen im nächsten Moment. Ja. Aber die Würfelprobe kommt. Ja, erschwere, ne? Nicht erleichtern, so. Genau. So, Torgosch, du kannst erkennen, dass sie wohl aus ihrem Gewand einen sehr langen Dolch rausholt. Und Ömer kann den Dolch erkennen und zusätzlich, dass sie unter ihrer Bettlerkleidung noch etwas Grünes hat, eine grüne zweite Robe. Und ein paar Zeichen mit einem Schlangensymbol drauf. Vielleicht Hesindegeweihte? Ja, sie holt einen schweren, langen Dolch heraus und würde dann gerne nach dir stechen. Ja, in der Aktion, wo sie den Dolch rausholt, mache ich die Aktion, mich von dir wegzubewegen. Ja, alles klar. Soll gelingen. Torgosch. Sehe ich das, bevor ich auf die alle drauf springe oder nicht? Ömer löst sich gerade von ihr und sie wollte eigentlich nach Ömer stechen, aber jetzt bist du dann im Handgemenge mit ihr. Okay, im Handgemenge, das ist ja total so optimal, ja. Sieht die alte sieht ziemlich verprügelt aus, oder? Auf den ersten Blick. Ja, vielleicht schon ein paar Punkte. Also die hat minimalste Ausdauerstellen wahrscheinlich durch Ömer erhalten nur. Dann ja, kriegst gut, du kriegst jetzt 4 TP. Vom schweren Dolch. Torgosch. Ja. In deinen Bauch. Achso. Ach ja, stimmt. Ich will Rüstung an. Kommt sie überhaupt durch? Ich das meine, weiß ich nicht. Nö. Okay, gut. Ja, gleitet an deinem Kettenhemd ab und verheddert sich so ein bisschen. Sie will nochmal zustechen. Ja, ich bewege mich mal ein Stück zurück, dass ich meine Waffe vernünftiger einsetzen kann. Okay. Jetzt nochmal mit 8 TB. Wieder in den Bauch. Ja, kommt durch. Gut. Wie viel? 4? 3 Schaden. 3, gut. Ja, das erste Mal fließt Blut und du bist ein bisschen verwirrt. Kannst dich weiter von ihr lösen und ja, müsstest jetzt noch deine Waffe ziehen. Vielleicht ist es ein Speer, den muss ich in der Hand haben. Ja, dann hast du den Speer in der Hand. Ja, dann möchte ich nach der alten stechen. Dann versuch nach ihr zu stechen. Ihr steht jetzt beide erstmal auf N. Das heißt, du bist eine Distanzklasse zu hoch und sie eine zu tief. Ihre Erschwernis, ne? Ich glaube eine 6er, oder? Ja, gut, ich hab auch eine 6er. Eine zu wenig ist 6. Sie hat zu 4, sie hat 4 und du hast 6. Okay, ja. Versuch sie zu stechen. Ja, dann kann ich mich gerne auch nochmal... Also, was war jetzt die Frage? 1, sie hat also halben Paradewert, halben Ausweichenwert nur, aber macht keinen doppelten Schaden. Ja, schade. Ja, ich glaube, sie versucht mal zu parieren. Dann mach mal Schaden. Soll ich mal die Trefferzone direkt? Einfach Schaden, Trefferzone direkt würfeln sein. Oh, den Arm. Schilderarm, gut. Dann schreit sie einmal laut auf und möchte sich auch gerne vom Boden aufrappeln. Wenn sie es in einer Kampfrunde komplett machen will, vom Boden aufstehen, dann braucht sie eine Gewandtheitsprobe und ja, 2 Aktionen. Wenn sie das, dann schafft sie es in einer ganzen Kampfrunde. Rappelt sich auf. Immer möchtest du eingreifen?
Nee, Ömer wird sich jetzt eigentlich so ein bisschen verpissen, weil er weiß ja gerade Diebesgut im Rucksack und wenn die Wachen kommen, also wird er sich so ein bisschen hier zwischen die Häuser stellen, und nein, er wird hier entlanglaufen und nein, er wird sich hier zwischen die Häuser stellen. Hier zwischen die Häuser. Denn er möchte lieber ein bisschen unsichtbarer sein. Er möchte jetzt nicht mit seinem Diebesgut von irgendwelchen Wachen dann jetzt hier sozusagen hier in Bedrängnis kommen. Gerade wenn die alte Mantel umbringt und sagt, ich bin hier sinnegeweiht, die haben mich einfach angegriffen, dann, nee. Das kann er dann nicht erklären. Gut, Torgosch, sie möchte sich gerne aus dem Kampf lösen und wegrennen. Das finde ich doof. Ich möchte sie gerne stechen. Ja, dann tu das. Geschlungen, Schaden, Trefferzone. Ja. In den Bauch. In den Bauch, dann kriegt sie nochmal einen W6 Zusatz. Und dann kriegt sie vielleicht noch einen Passierschlag. Genau, ich schaue erstmal. Also, oder du kannst ja doch offensiv umwandeln mit Torgosch. Richtig. Selbst wäre schon zum Obert geklappt. Dann, ja, dann kriegst du jetzt den Passierschlag, erschwert um 8 und danach löst sie sich aus dem Kampf. Ja, aber sie ist ja einen Kampf von einem Ausstand, das heißt, er kann ja offensiv umwandeln grundsätzlich. Grundsätzlich, ja. Kannst du umwandeln? Ja, klar. Also dann ich würde auch wohl. Dann, ja, alles dann wandel noch einmal rum, schlicht noch ein zweites Mal zu. Würde ich auch wohl treffen. Schadenswürfe heute. Aua. Nochmal ein W6. Ich glaube, die könnte langsam mal ihr Verlust verkacken. Ja, so also langsam tut das weh. Probe kam nicht an. Schade, die war ziemlich gut. Ach so, drei Treffer auf jeden Fall. Ja, sie versucht sich umzudrehen und rennt. Versucht wegzurennen. Erstmal über die Hauptstraße. Da würfelt sie jetzt einmal eine Athletikprobe, um schnell hinterherzukommen. Kann Torgosch auch eine Athletik würfeln? Ja, aber ich habe eine geringere S, ne? Also ja, das ist halt richtig. Ja, Ömer wird auch hinterherrennen. Denn der ist ja zwar zwischen den Häusern hier, aber er kann ja gucken und wenn noch keine Wachen kommen und die Alte wegrennt, dann will Ömer hinterher. Ja, gut. Dann hat sie erstmal ein bisschen, zumindest zu Torgosch hat sie einen kleinen Vorsprung und während der hinterher hechelt mit dem Speer, blutend sie durch die Stadt verfolgend, eine arme alte Bettlerin, während sie vor dir wegrennt, zieht sie sich tatsächlich auch diese alte, flickige Robe aus und sie erscheint in einem Grün der Hersindegeweihten, versucht sie jetzt einmal hier auf die Häuser, nee, beziehungsweise hier auf der Seite, versucht sie jetzt die Häuser hochzuklettern.